So, Lumi, und du hast das hier getestet, mit draufhauen. Okay, hier ist nichts, mehr weitergegangen. Und literally da ist es. Ach nee! Hier ist die Brücke von der Motte. Haha. Oh, versuchen wir die mal. Oh. Hallo? Au. No, nicht gleichzeitig zaubern. Komm schon. Ich zauber jetzt nicht, bis du zauberst. Hallo? Ich mag's nicht mehr zaubern, oder was? Oh oh. Das ist doch fast abzusehen. Ganz schwieriger Boss. Ja, Lumi, das ist leider schon durch. Die entspannte Musik. Ja, so, jetzt ab zu Hydra, wa? Oh shit. Der hat einen riesigen AOE. Oh oh. Au. Also bei der habe ich, glaube ich, Probleme, ehrlich gesagt. Ich will hier nicht sterben, Mama. Aua. Bei der habe ich Probleme. Bist du mir eigentlich herangekommen? Okay, reinspringen geht auch nicht. Ich stehe einfach hier dahinter. Ach komm schon, ich stand hinter dem Dark Souls. Das ist echt unfair. Ich mag die Hydra nicht. Ich mag sie einfach nicht. Ich mag sie einfach nicht. Ich mag sie einfach nicht. Das ging über mich drüber. Frechheit. Oh oh. Ich würde gerne mal rauslaufen, wenn es okay ist. Ich habe keine Estus-Balkons mehr. Zumindest ein bisschen weiter vorne sterben. Okay, die ist halt eine super langsame Anvisierung. Ich glaube, ich kann mal wieder mit viel seitlich laufen, das eigentlich ganz gut hinkriegen. Ich würde aber gerne mal resetten, wenn es okay ist und mit mehr Estus-Balkons wiederkommen. Das war, glaube ich, ein Hit. Das könnte ein Hit gewesen sein. Bin mir nicht ganz sicher. Nee, irgendwie ist es kein. Wer geht der denn? Das war ein Hit. Sehr schön. Komm schon, komm schon, komm schon. Dann sehen die Seelenpfeile aus. Jawohl. Da haben wir alle Köpfe ab. Yes! So, sorry Leute. Würde ich mal behaupten. Invasion? Was? Was? Nö. Ich will nicht invasion. Nein! Och, das sackt doch. Ja, als wäre ich hier gekillt. Geh weg. Ich will nicht. Verpiss dich. Ich will jetzt nicht invasiert werden. Ich gehe wieder zurück. Ich habe kaum noch Magie. Ich verpiss mich. Scheiß auf dich. Lol. Er ist gerade gestorben. Ich glaube, ich war hinterher gesprungen. Ist gerade. LOL! Moment, was? Den habe ich letztes Mal nicht gesehen. Wenn man den freilässt, kann man nur den rufen. Ich frage, ist er besser als so leer? Ich würde fast gerne wissen, was passiert, wenn ich den rufe. Dann rufen wir den mal. Wir machen jetzt hier Easy Mode. Ich will hier menschlich weiterspielen. Hä? Hä? Ah, jetzt kommt er.
Atomritter Lord Shrek gerufen. Okay. Auf geht's, Mate. Lol. Kann ich mehrere Phantome haben? Das probiere ich jetzt aus. Kann ich hier eine Armee von Leuten haben? Oder geht der dann weg? Ich glaube, ich kann mehrere haben, ne? Yo. Praise the sun. Zwei Stück kann ich haben. Okay, dann habe ich das ja gerade geschafft. Super, dann wird es hoffentlich ein Easy Boss. Aber es wird auch, wenn ich nicht sterbe. Aber wir lassen das Info nochmal laufen, weil ich es im Remaster noch nicht gesehen habe. Der Boss wird. Was? Der Boss wird schwerer, wenn ich mehr. Was? Das hatte ich nicht im Kopf. Ich hatte das Gefühl, der Boss wird einfacher, wenn man mehr Viechter hat. Also wenn man mit mehreren Leuten da ankommt. Er bekommt mehr HP. Ja, aber er sollte dann ja mich weniger aggroen, was mir als Magier extrem viel hilft. Ich kann dann viel freier schießen. Also, ja, dann schwerer. Wenn er nicht mehr Damage macht, sollte das für mich dann immer noch einfacher sein. Voraussetzung, meine Leute überleben ein bisschen. Also, fühlt sich nicht viel schwerer an. Ehrlich gesagt. Sind Ritter so leer, ist man gleich schon tot. Jo, ich glaube, so leer ist tot. Aber, ja. Jetzt kriegen wir mal was raus, was Lumi sich die ganze Zeit gefragt hat, ne? Das wäre traurig, wenn der ganze Shit zu salzig ist.